Hallo zusammen, heute geht's um das Logo hier, Transcooler. Und zwar haben wir ja ein Problem, dass wir gewisse Gehäuse, die wir zu Transcoolern umbauen, nicht mehr bekommen. Und wir Anfang Jahr oder Ende 2022 beschlossen haben, eine Serie von unseren drei Serien an Transcooler einzustellen. Und jetzt, ich sag mal, in den letzten drei Tagen hat sich das ergeben. Diese Uhr hat mal ein Mitarbeiter gemacht, vor etwa 15 Jahren. Und diese Uhr hat den Geist aufgegeben. Die Heim bei uns im Büro hat seine Dienste getan, so wie die Transcooler 200 bis 450. Und da wir jetzt keine Gehäuse mehr kriegen, weil Liebherr die Produktion ausgelagert hat nach Malaysia, nicht mehr in Österreich, kriegen wir eigentlich keine vernünftigen Gehäuse mehr. Und jetzt haben wir beschlossen, und die Uhr hat auch gesagt, fertig lustig, wir werden diese Transcooler nicht mehr im Sortiment haben. Im neuen Katalog, den verlinke ich euch unten drin, sind die auch nicht mehr drin. Auf der Homepage findet ihr diese Transcooler auch noch. Also, weil die Idee war mal, 1995 hätte ja zum Beispiel jeder Gastwirt ein Kühlfahrzeug kaufen sollen, der im Großmarkt fährt, um seine Ware einzukaufen. Wir haben auch gut verkauft, das lässt sich nicht sagen, aber da ist natürlich eine gewisse Sättigung, die Geräte laufen. Wir haben dann auch den Namen Transcooler eintragen lassen im Jahr 2009, obwohl wir natürlich diese Geräte Transcooler schon vor 30 Jahren in der gleichen Art gefertigt haben. Das ist unsere Homepage hier, das verlinke ich euch natürlich unten drin, diese Seite. Hier haben wir diese Transcooler, also die 300, 200er bis 310er Produktion eingestellt, steht da ganz frech. Die anderen haben wir noch, das ist kein Thema. Und hier könnte man dann auch mehr erfahren. Hier sind verschiedene Fotos drauf. Hier sieht man zum Beispiel mein altes Auto, wo ich heute in Rox fahre, das verlinke ich euch am Ende. Hier sind diese Transcooler in Fahrzeugen eingebaut. Ihr könnt unten über den Link auch die Seite anschauen, das ist überhaupt kein Thema. Ihr seht auch hier Fahrzeuge, die es heute gar nicht mehr gibt. Wie es jetzt weitergeht mit diesen Transcoolern, das weiß ich nicht. Wie der Markt sich entwickelt, also es wäre eine ganz neue Entwicklung, neue Gehäusebau. Die kleinen, die größeren Transcooler, die haben wir natürlich weiter im Sortiment. Die liefern wir, die haben wir teilweise im Lager, je nach Verfügbarkeit. Aber hier fertigen wir weiter. Das Gleiche hat es auch hier dazu. Ich habe jetzt eine neue Uhr gekauft. Die kostet 3,55 Euro. Dann zieht man die Mehrwertsteuer weg. Dann sind es sage und schreibe noch fast 3 Euro. Dann kommt das Ding sicher aus China. Steht hergestellt in China. Dann muss ich nochmal 2-3% mit Zoll rechnen. Dann sind wir bei 2,80 Euro für diese neue Uhr. Die habe ich jetzt nicht hier. Der Laden, wo ich das gekauft habe, will was verdienen. Der Transport kostet Geld. Was darf dann so eine Nachfolgeuhr kosten? Also bei unseren Löhnen können wir das Teil nicht mehr herstellen. Oder die Nachfolgeuhr. Von dem her wird es auch schwierig, dass wir eventuell einen neuen Transcooler machen, weil es gibt schon Geräte aus China, die jetzt
direkt kommen. Ja, schade um die Produktion, um ein Schweizer Produkt, was wir jetzt eingestellt haben. Ich verlinke euch hier die Playlist mit allen Transcoolern. Hier unten das Video über den Nachfolger von dem AP50, dass ich heute ein Elektroauto fahre, was ein bisschen mehr Leistung hat. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.